du, Maleus. Ich muss dir was sagen. Was musst du sagen? Du musst jetzt ganz, ganz stark sein. Aber wieso denn? Bitte sei stark. Die Wirtschaft ist am Ende. Nicht die Wirtschaft. Nein. Ich hab's doch gestern noch gesehen. Vergiss es. Es hat keinen Sinn mehr, Geld anzuschaffen. Wir brauchen Edelmetalle. Edelmetalle, was willst du machen? Goldband fressen oder was? Maleus, ich hab so einen Hunger. Hast du was zu essen? Ich habe diese köstlichen Bohnen. Aber du wirst sie nicht kriegen. Ja, so ist das mit der Wirtschaft. Der Euro verliert am Wert, der US-Dollar verliert am Wert. Worin kann man jetzt noch sein Erspartes reinstecken? Ist Gold wirklich die bessere Alternative? Wer weiß. Tja, man kann es auch einfach drauf ankommen lassen nach dem Motto, tja, der Geldwert sinkt. Aber scheiß drauf, ich hatte wieso nie Geld gehabt. Also was soll ich damit? Und die Menschen, die wenigstens noch ein bisschen Geld übrig haben, die können langsam anfangen, ins Auszug gehen, solange sie noch die Gelegenheit dazu haben. Naja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie es in den Medien dargestellt wird. Vielleicht ist die Krise wie jede andere Krise. Sie kommt und geht. Tja, so sind die Krisen halt. Was ist mit euch? Trefft ihr eigentlich irgendwelche Vorkehrungen aufgrund der bevorstehenden Krise? Oder macht ihr einfach so weiter wie bisher? Schreibt einen Kommentar. Ihr kennt das Spiel. Der beste Kommentar. Apropos bester Kommentar! Der beste Kommentar im letzten Video war... Im Sommer wurde es ein Papst ernannt und war über deinen Rücktritt als Pastor sehr traurig. Aber es hat mich dazu inspiriert, meine Karriere als YouTube-Gucker wieder aufzunehmen. Der war gut, der Kommentar, aber ziemlich lang, muss ich sagen. Schon ein verdammt langer Kommentar. Und dass das der einzigste gute war. Einzige. Was? Nimmst du die Frechheit, mich in meiner Grammatik zu berichtigen? Ja. Es heißt Einzige und nicht Einzigste. Wie bitte? Einzige. Man kann Einzigste nicht mehr steigern zum Einzigsten. Oh, Scheiße! Voll in die Fresse. Langweilige ich euch eigentlich? Braucht ihr wieder ein bisschen Action? Hier, bitte. So, und nun zurück zur Langeweile. Am 2. Oktober wird Attack of the Dromagod in Halle vorgeführt. Und ich werde live dabei sein. Um 20 Uhr geht's los, in der Monstronale oder auf der Monstronale. Ich weiß gar nicht, ob das ein Event ist oder bloß ein Kino, was so heißt, aber egal. Unten in der Beschreibung findet ihr die genauen Informationen, wo die Vorführung ist. Und auch ich werde live vor Ort sein. Und vielleicht wird sogar eine Dromagod-DVD vor Ort zu verkaufen sein. Wer weiß, wer weiß. Oh ja, Attack of the Dromagod wird irgendwo aufgeführt. Ich liebe es. Sag mal, langweilt euch eigentlich irgendwie mein Statement am Ende eines Videos? Weil, braucht ihr was Lustiges? Ich kann noch was Lustiges einbinden. Hier, bitteschön. Toll, ne? Das sind Affen. Affen? Affen sind doch lustig, oder? Natürlich. Affen müssen lustig sein. Verdammte Scheiße. Das sind Tiere, die aussehen wie Menschen. Das muss lustig sein. Wer hat sich sowas ausgedacht? Doch, guck mal, der kratzt sich am Arsch. Der ist so menschlich.